Was sind Impulse und wann sind die Impulse gut? Ich habe mich mal in einem Physikhandbuch schlau gemacht. Die physikalische Größe Impuls, auch als Bewegungsgröße oder Bewegungsmenge bezeichnet, beschreibt die Bewegung eines Körpers. Anschaulich entspricht der Impuls ungefähr der Wucht, mit der beispielsweise jemand zur Seite gestoßen wird. Der Impuls hat einen Betrag und eine Richtung, die Richtung der Bewegung selbst. Jeder bewegliche Körper kann Impuls, zum Beispiel bei Stößen, ganz oder teilweise auf andere Körper übertragen oder von anderen Körpern übernehmen. Auch Felder können Impuls besitzen und Impuls von Teilchen aufnehmen oder auf Teilchen übertragen. Kann man also besser formulieren, was wir alle von den Impulsen erwarten? Großen Dank an Dietmar N. Schmidt, der nicht nur vor 20 Jahren dieses Theaterfestival erfand, sondern ihm auch noch diesen spannenden Namen gab. Also viel Erfolg und schauen Sie sich's an.